Zurück bei Tony Hawk's Underground. Wir waren hier in New Jersey noch. Wir wollten gerade diesen letzten Typen hier fragen, weil ja Eric ja, geklaut wurde, gekidnappt wurde. Je nachdem. Jetzt müssen wir sie folgen. Wir müssen sie folgen, aber wir sind echt langsam. Das ist die Sache. Wir dürfen sie echt nicht verlieren, weil ansonsten haben wir verkackt. Das heißt, wenn wir hinfallen, haben wir echt recht verkackt. Nein, 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 nein. Nein! Mann, dieser verfickte Zaun. Ich will Eric doch nicht verlieren. Ich meine, warum haben wir sie überhaupt verloren? Wir wissen doch, wo sie wohnen. Oder nicht? Mal ganz ernsthaft, es regnet übrigens, ne? Keine Sorge, Amigo. An mir kommen sie nicht vorbei. Wow, das ist nicht meine Wendung. Hier, fahr damit. Jetzt müssen wir sie damit folgen. Das ist auch behindert. Weil sie können einfach mal so krass in die Kurve fahren und wir nicht. Oh mein Gott, ich fahr so scheiße da. Wir müssen sie, glaube ich, eigentlich nur zum Bahnhof verfolgen. Ich glaube, die fahren nämlich jetzt einfach zum Bahnhof. Und noch mal neben ihm vorbeifahren. Oh Gott, wir sind ihnen richtig nah an der Kante dran, ey. Bam! Nein! Ja. Und nur Eric kommt da raus. Super! Das ist Überlebenstechnik. Los, weg von hier! Ja, und da stehen sie dann. Und sie wissen nicht, wo wir hin sind. Dum, dum, da. Und damit kommen wir im neuen Level. Manhattan. Mann, wen hätten wir denn in Manhattan? Spider-Man. Die Heimatstadt von Spider-Man. Jeder kennt ihn. Jeder liebt ihn. Jeder mag keine Spinnen, aber trotzdem mag man ihn. Welche Ironie. So, leider fliegt hier kein Spider-Man umher, also braucht ihr euch nicht wundern. Peralta will be pumped if we can get some footy from the Brooklyn Banks, Veterans Memorial, the Pyramid Ledges, and 78 Water Street. So, und wie sich für eine Stadt gehört, fahren hier auch viel mehr Leute vorbei. Jetzt speichern. Nein. Kapitel 4, Skaten am Big Apple. Als allererstes, hier oben auf dem Welcome, wer hat das geheime Tape versteckt, dafür gibt es hier eine Leiter. Könnte man so anspringen, dann kann man da hochklettern. Zack, und dann hätte man jetzt das Secret Tape gekriegt. Cool, ne? Oh ja. Oh, im Hintergrund läuft Mr. Love mit Phantom. So, da haben wir Chad Muska nochmal. Ey, er ist mitgekommen. Was geht? Mal sehen, ob du das hier schaffst. Führe deine Spezialanzeige und starte einen Moonwalk 5-0 über die Leitung. Und zwar über die ganze Leitung. Über die ganze Leitung. Ich hoffe, ich krieg das hin. So, den einfach ganz bis hinten aushalten. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Obwohl, es ist doch leicht. Ja, es ist doch leicht. Sorry, ich nehme alles zurück. Es ist doch leicht. Ja, okay. Wir haben jetzt als große Belohnung den Moonwalk 5-0. Wenn wir ihn drücken, können wir ihn machen. Hier. Okay, ein paar Carbs können wir auch noch machen. Hier ist eine Lady. Wegen dem Penner. Hier, die können wir jetzt machen immer. Also ist kein Problem. Hier ist sogar mein... Hier ist McDonald's. Aber es ist ein ziemlich kleines McDonald's, ne? Aber sieht ziemlich echt da drin aus, ne? Sogar die Tafeln, wenn ihr euch mal so überlegt, ne? Die Tafeln sehen auch fast so aus. Ne? Die wurden jetzt zwar immer wieder geändert, aber grenzen ganz nah dran, ne? Respekt. Diese Detailgetreute, bla bla bla. Lokalmotor. Das sind die berühmten Pyramidenvorsprünge. Nehmen wir sie uns vor. Oh mein Gott! Wie soll man das denn machen? Oh, scheiße. So, gute Arbeit. Schaffst du das auch bei dem 78 Water? Und da ist jetzt... Oh Gott. Sollen wir es in einer Kombo machen, oder?
Ich weiß es gerade nicht. Das Hafengebiet, 20.000 Punkte. Wir machen einfach mal 10.000 auf unsere Kombo. Gucken, ob das reicht. Tatsache, wir brauchen nur 2 Zehntel. Okay, wir brauchen insgesamt nur. Ich sollte nicht an dieser Gedenkstätte skaten, aber es ist... Ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Gedenkstätte sein soll. Ich kann keine Wörter mehr aussprechen. So. Die Banks sind das Zentrum der New Yorker Skate-Szene. Ja, ja, klar. Weiß ich doch nicht. Und hier nicht. Ich glaube, hier liegt sogar Basketball rum. Ich kann Basketball spielen, aber... Ja, also nicht in der Lage. Haben wir es? Haben wir immer noch nicht? Achso. So. Okay, Aufgaben erfüllen ist unser Ziel hier bei Tony Hawk Pro Skater. Ich muss mal kurz überlegen. Irgendwo war auch die Aufgabe mit den Schrittverkäufern, ne? Gute Frage. Das Schöne ist ja, wir können hier gehen. Ne? Wir können uns ganz gemütlich hier umgucken, wenn wir die Stadt sehen wollen. Da ist eine Aufgabe und da ist eine Aufgabe. Welche nehmen wir jetzt? Wir nehmen erstmal die hier. Die ist näher dran. Ach, die ist da hinten. Ja, Skaten ist nichts im Vergleich zu bearbeiten. Okay, unterhalte uns ein bisschen und leg eine fette Punktzahl hin. Oh mein Gott, ist das schwer. Ja, ich mache Button Smashing. Oh. Ja, schön. Aber warum mache ich das eigentlich hier? Ich kann das machen, wo ich will. Ja, Tatsache, ich kann es machen, wo ich will. Na, Otto? Weil warum diese übertriebene Zeitangabe? So, Highscore. Anders heißt die Aufgabe auch gar nicht Highscore. Ach, übrigens, Leute. Durch den 5. Teil der Tony Hawk-Reihe sind viele Special Tricks weggefallen. Wie zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig sehe, den Dark Slide. Das sind Grind-Kombinationen, die sind einfach... Ja, die haben sie einfach übernommen. Und zwar folgendes, das kommt mir jetzt erst in den Sinn gerade, bevor ihr überlegt, so, ne? Der Dark Slide war eigentlich ein Special Trick, genau wie der Double Blunt Slide. Oder der Nose Grind P-Road, oder der, ja, Kiss Trail nicht, aber der hängt den Nose Grind. Das sind alles Tricks, die haben sie, ja, haben sie geändert, indem sie einfach mal gesagt haben, okay, Junge, du kannst nicht nur einmal Dreieck drücken, sondern zweimal, dann ist halt wie in der Luft dieser Double Key Flip halt mit zweimal Fähig, ist das einfach mit zweimal Dreieck. So. Das hier ist nicht Jersey Kid. Zeigt die Technik Skills, schließt die Grind Combos ab, indem du den Grind zwischen den Bank. Ja. Das ist echt dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das schwer. Die Bänke sind weg, natürlich. Aber wo ist denn noch eine Aufgabe? Ach, da hinten. Ich muss sagen, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ich weiß deswegen nicht mehr so viel. Studenten! Ah, Hilfe! Jemand hat mein Geldbeutel bei geklaut. Jetzt liegt mein Zeug überall herum. Ja. Ein von 7 Gegenständen. Ach, die Teile sind sogar so süß markiert. Es reicht nicht eine Markierung, denn müssen direkt doppelt markiert werden. Auch nett. Ich muss das mal angucken. Da hat es direkt doppelt markiert, ne? Ah, er hat mich angefahren, der Hurensohn. Ja, Special Trick zur Belohnung. Wie soll man denn da ankommen? Ich bin von der Seite hier. Ey. Wir werden das schon annehmen. Oh, gut, dass wir hier langfahren. Jetzt weiß ich, wo der Rest ist. Und natürlich. Natürlich, wir fliegen mindestens... Alter, das ist ein Hauch. Das können wir ruhig machen, ne? Taschengegenstand einsammeln. Wir können auch einen Doppelsprung machen. Die festhalten. So, jetzt hat er das Teil eingesammelt. Zufrieden. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade nicht eine gute Aufgabe, die ich hier erfülle. Also vom Skill her, und da war auch noch eine Aufgabe. Haben wir die? Ach nee, das war hier. Ja, Manhattan, man sieht schon, Manhattan ist größer, ne? Ist auch echt glücklich so. Und schön so, eine große Stadt zu haben. So,
Jo, checken wir mal das Geld nun bei den Brooklyn Banks ab. Nö, will nicht speichern. Immer noch nicht, ich mach 5 Parts. Those guys have a camera. Maybe they'll let us use it to make our sponsor me video for Peralta. Why you beaming? You want a date or something? I stopped dating dwarfs last week. Take your soggy mob flips back to Jersey, tweakers. Hey, let's just go skate. If we tear up your favorite spots, you guys help film us? Wenn ich überlege, ich habe Tony Hawk Pro Skater 4 von mir aufgenommen. Skaten mit den Profis, das machen wir jetzt noch ein bisschen hier. Ich glaube, da gehört auch hier irgendjemand zu. Ich finde nur gerade keinen mal wieder, wenn ich das so groß ist. Da unten aber. So, look, guck mal, was für eine kranke Line mein Kumpel in den Banks abzieht. Wette, du schaffst es nicht in einer Combo. Oh, er ist so gut. Er ist Slow-Motion-Modus-Meister. Ach, die Banken auch noch, okay. Ja. Wie? Ach. Oh mein Gott, so schwer. Erstaunlich, wie schwer das ist. Ich habe bestimmt noch mehr Punkte gemacht als er. Ich hab ihn umgeschmissen. Bin ich assi. Ich bin gerne assi. So, wo sind Aufgaben? Ich sehe 2. Ich hab richtig gesehen. Ja, da oben auch. Zick. Zick? Ey, Mann! Du musst mir helfen, diese Karre loszuwerden. Fährt sich schlecht. Und ich brauche das Versicherungsgeld. Soll kein Problem sein. Soll kein Problem sein. Halte einfach das Tempo und dann läuft die Karre warm. Ja, wir müssen die Karre warm laufen lassen. Nein, 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 nein. Weil ich jetzt nicht verstehe. Komm, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. So. Wir mussten es auf 300 machen. Das war aber jetzt echt in der letzten Sekunde. Hilf mir, dann helfe ich dir auch bei den Bildern für Stacy. Angeblich kann man hier im Fettgebäude skaten, aber die Typen da, die mögen gerne Donuts und Muffins und lassen sich dann nicht rein. Weil, ja, wir mögen leckeres Zeugs. Ah, das ist auch wieder sehr realistisch gewesen. Hey, hier, danke. Nom nom nom, hier bringt es auch ein paar Nüsse. Die Nüsse kann ich selber auch geben, aber das tät ja weh. So, komm. 5, 4, 3, 2. Oh, das ist echt knapp, ne? Das ist gigantisch knapp. So, und nochmal letztes Mal. Nüsse. Ich würde mich am liebsten gern an ein Auto halten, aber irgendwie. Ja, sind die viel zu schnell für mich. Und zurückbringen. Ja, zurückbringen sollte kein Problem sein, das schaffen wir auch noch. So, ich meine, schaut euch das mal an. Ist eigentlich die Grafik, okay, die Grafik ist nicht die beste, ne? Aber ansonsten ist es eigentlich schön, ne? So, Mann, ist das geil hier! Und wir können hier rein, wann immer wir wollen. Guck mal, ich habe einen Trick erfunden. Oh ja, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu. Man kann in dem Spiel seinen eigenen Trick entwerfen, jetzt ohne Witz. Ein Nutbuster aus dem Haus. So. Vielleicht mit ein bisschen Übung. So, wir können hier Tricks verändern, ne? Das ist so genial. Wir können unsere eigenen Tricks machen. Aber, ja. Fertig. Nein. Fertig. Wir wollen hier keine Tricks bearbeiten, wir wollen weiter zocken. Och, ich sehe gerade auf die Uhr. Oh, wir haben schon wieder 14 Minuten aufgenommen, Leute. Ich würde sagen, erstmal danke fürs Reinschalten, Leute. Im nächsten Part geht's hier weiter in Manhattan, die Heimat von Spider-Man. Das war Part 3, jetzt kommt Part 4. Bis zum nächsten Mal, erstmal danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.